Der Witchy Talk am Montag. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ja, Eselsbegräbnis. Da werden Esel begraben. Nein! ich habe mir gedacht, ich erzähle darüber, denn der Begriff Eselbegräbnis ist bei mir schon aufgetaucht. Oder wird noch auftauchen, ist trotzdem ganz interessant, wo man einfach ein bisschen drüber diskutieren kann, schauen kann. Ne? Also hier geht es einfach wirklich direkt um ein Begräbnis. Eselbegräbnis könnte man vielleicht da damit verbinden, einfach, dass Esel arm sind, armer Esel zum Beispiel. Es handelt sich natürlich hier zeitlich um das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Und auch um ein Begräbnis, also eine Beisetzung. Ja, das, die Zeit war sehr gläubig, das Christentum ist aufgekommen, Außenseiter gibt es, Kranke gibt es und. Natürlich gibt es auch Selbstmörder. Ja. Gerade die Selbstmörder und die gesellschaftlichen Außenseiter, ja, überwiegen dann natürlich auch die Selbstmörder hier jetzt in der Sache, haben ein solches Eselbegräbnis bekommen. Und zwar wurden sie nicht direkt auf dem Friedhof begraben, sondern einfach irgendwo, Hauptsache weit weg von dem Dorf, von der Umgebung, von dem Friedhof. Denn gerade Selbstmörder galten als unrein, weil man sich ja selbst umgebracht hat, waren ja, durften nicht die Güte Gottes bekommen oder in den Schoß gelegt werden, praktisch in die Erde Gottes gelegt werden. Weil das dann wiederum verunreinigt und ja, man könnte sagen, diese Menschen wurden teils wie weggeworfen, ja, wie Müll behandelt. Ist die Frage, ob sie jetzt überhaupt noch einen Sarg bekommen haben oder einfach so in die Erde gebuddelt wurden. Es ist auf jeden Fall Suizid eine sehr schwere Sünde. Erst nach jüdischer Auffassung, dann natürlich auch christlicher Auffassung, ist ja ziemlich ähnlich, eben, dass man nicht würdig ist, die Gnade und Güte Gottes zu erhalten, wenn man eben auf Gottes Boden dann beerdigt werden würde. Gerade Mittelalter und auch Neuzeit immer mit dranhängend, ging es dann auch um das Seelenheil, weswegen dann auch das Christentum einfach gepredigt wurde, dass eben die Seele doch noch dem Fegefeuer entgehen kann, wenn man einfach büßt und die Sünde eben halt büßt. Aber nicht, indem man sich dann umbringt, sondern eben halt wirklich büßt, körperlich büßt und auch dabei vielleicht Schmerzen empfinden kann. Und das Selbst, der Selbstmord, denke ich, wurde dann eher wie so ein Drückeberger gezählt, einfach jemand, der der ganzen Buße und vielleicht dem Zorn Gottes aus dem Weg gehen wollte. Man hat ja damals seine Sünden auch freikaufen können. Das war dann der Ablassbrief in der katholischen Kirche. Evangelische Kirche hat sich ja dann durch Martin Luther dann ein bisschen später entwickelt, der von diesen Ablassbriefen auch nicht so erfreut war und überzeugt war, da es auch meiner Meinung oder meine Meinung halt dazu, finde ich eher Geldmacherei war.
Ja, man hat sich dieses Zettelchen gekauft oder dieses Briefchen und dann war man auch schon frei von Sünde. Ja, da war jetzt nichts mehr mit aktiver Buße, sondern einfach ein Papierchen kaufen und gut war. Ja, das ist jetzt so kurz zu dieser Geschichte Eselsbegräbnis. Da wurde einfach, da wurden die Toten oder Verstorbenen einfach nochmal aussortiert, dass eben ja die reinen Menschen, die gläubigen Menschen, die guten Menschen dann einfach unter sich sind, also auch schon irgendwie eine gesellschaftliche Trennung hat hier dann stattgefunden. Ja, kanntet ihr das? Wusstet ihr vielleicht nur nicht den Begriff da dazu? Das würde mich mal interessieren. In welchem Zusammenhang habt ihr das dann gelernt? Ja, finde ich interessant. Bis dahin, tschüss.